Willkommen die Aufzeichnungszuschauer ohne Winke-Winke. Ja, unsere heutige Kurzvorlesung, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und wir haben jetzt als Thema hier in Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft wählen wir denjenigen Politiker in, der Opfer der gleichen Gehirnwäsche ist wie wir selber. In Marktwirtschaft ist nämlich jeder nur eine Marionette von Sparten und wählt die, die ähnliche Marionetten sind. Ja? Und in der Marktwirtschaft wählen wir also den Politiker aus den falschen Gründen. In der GWÖ-GWO-Kombination aus den richtigen, in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination aus den richtigen Gründen, weil wir dort die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen haben, wo der Politiker nicht deswegen von uns gewählt wird, weil er uns sympathisch ist, weil er die gleichen vorteilbringenden Irrtümer als Manipulationen in seinem Kopf hat und deren Opfer er wird, wie wir, sondern wir wählen ihn, weil er bewiesenermaßen seine Partei in anderen Bundesländern Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählerinnen und Bürgerinnen besser gemehrt hat als in anderen Bundesländern, als andere Parteien in anderen Bundesländern und anderen Koalitionen. Ja? Also das heißt, ich gehe nochmal auf die Bilder, ich gucke mal hier, was ich hier als Bildchen finde. Als erstes mache ich nochmal den Chat an, damit ich den sehe. Wo ist er? Der Chat, den machen wir jetzt hier an. Live-Chat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher ist. Ich mache nochmal den zweiten. Ja, jetzt weiß ich es nicht. Jetzt habe ich hier den falschen Chat noch auf. Ne? Na gut, dann muss das mit dem Chat heute mal ausfallen. In der Marktwirtschaft, wir wollten uns das anschauen, so. Ich guck mal, ob es jetzt noch kommt. Ja, da sind die Sparten. Hier können Sie selbst mal alle Sparten eintragen der Gesellschaft. Das ist zugleich auch der ganze Kuchen. Ja, und jede Sparte, besonders die Sozialsparten, Weltsozialsparten, die Nahrungs- und Gesundheitssparten, gerade aktuell die Waffensparten, alle bringen uns Menschen Irrtümer bei, die sie selbst für Wahrheit halten, die aber nur ihnen Profite bringen und uns den Schaden bringen. Und das ist in der Marktwirtschaft so. Die Marktwirtschaft ist im Gegensatz zur Gemeinwohlwirtschaft ein auf Schädigung angelegtes Wirtschaftssystem. Die Schädigung der Mitmenschen und die Umweltvergiftung bringen bares Geld. Und deswegen geschieht es auch überall. Ne? Und dann ist es klar, dass wir Politiker sympathisch finden, weil sie ja Gleichgesinnte sind, die ähnlich manipuliert sind und ähnliche Marionetten sind wie wir. Ja? Und wir finden dann wahrscheinlich auch Fernsehjournalisten, die ähnliche Marionetten sind wie wir, mit den gleichen vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten infiziert sind, mit diesen Killerviren des Geistes, parasitären Memen, irrationalen Kognitionen, vorteilbringenden Irrtümern, also mit der gleichen Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung zu Marionetten verwandelt sind. Und dann wählt die eine Marionette die andere ins Parlament und in die Regierung. Und das alles schadet uns. Das Ganze ist ein Schadenssystem. Ja? Und das kostet uns ja auch 500 Milliarden Euro jährlich Verlust und den Verlust praktisch fast aller Lebensqualität
In der Marktwirtschaft ist die Lebensqualität nahe Null verglichen mit dem, was möglich wäre, was der Bauer aber nicht kennt und deswegen auch nicht vermisst. Was der Bauer nicht kennt, vermisst er nicht. Ja? Und ja, und das ist eben jetzt der tiefe Grund, sozusagen, dass eben, ja, wie gesagt, jede Sparte dünstet einen Aerosolnebel aus Killerviren des Geistes aus und wir sind alle davon infiziert, alle Journalisten, alle Universitäten, alle Spielfilmemacher, alle Politikerparteien. Wir sind alle die Marionetten der Irrtümer der Sparten, natürlich auch die Spartenmitarbeiter selber und so weiter. Und alle glauben diese Irrtümer und deswegen läuft alles auf der Welt schief, so wie schief, wie es nur gehen kann, bis hin zur ja sogenannten Bedrohung des gesamten Planeten. Ne? Ja, und deswegen lese ich jetzt nochmal zum Schluss. Und bei der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, was wird da gemacht? Da gehen wir jetzt hier hin und nehmen hier, ja, zum Beispiel könnten wir die Wohlfühlstimme als neue Wahlfühlstimme einführen, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand vergleichen und so weiter. Wir können also sogenannte Steuerungselemente verwenden und können dann eben jetzt hier an diese Stelle, wo normalerweise in der Marktwirtschaft dann für den Irrtum, den bestimmte Irrtümer, die sich als vorteilbringende Irrtümer herausgestellt habenden Irrtümer, es richtig viel Belohnung gibt, sodass man dann ganze viel leibliche Nachfahren ernähren kann und viel Schüler und Studenten findet überall mit den Irrtümern, die dann natürlich alle bereitwillig die Irrtümer der Erfolgreichen lernen wollen. Ne? Und jetzt werden bei der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, werden hier plötzlich die Anreize umgedreht und es gibt für diese Irrtümer, wird man finanziell abbestraft, weil diese Irrtümer ja in der Folge bei den Kunden, Mitarbeiter und Anwohnern alles Arbeitenden, also auch aller Behörden, zu Schäden bei Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand führen. Also gibt es jetzt hier reduzierte Verdienstzuschüsse, reduzierte Steuervorteile, was auch immer dann die Diskussion ergibt. Und dadurch verschwinden die Irrtümer, sterben aus und übrig bleiben Wahrheitsträger und die, wir werden eine Welt der Wahrheit und der Nützlichkeit werden. Ja, und das ist die Lösung. Und jetzt gehe ich nochmal zu unseren heutigen Tagesthemen, wo sind sie? Noch einmal zurück. Also, jetzt glaube ich, ist klar, dass wir in der Marktwirtschaft die Politiker aus den falschen Gründen wählen, nämlich wir wählen sie nicht wegen dem, was sie uns an Leistung bezüglich unseres Wohlfühlens, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand gebracht haben, weil wir das ja weder richtig erfassen können, noch vergleichen können mit anderen Bundesländern und so weiter. Wir wissen also eigentlich gar nichts. Dann wählen wir halt aus Sympathie und die Sympathie richtet sich nach den, ob der sozusagen, ob der Politiker genauso eine ähnlich zu uns denkende Marionette von Sparten ist. Also wir wählen den, der uns sympathisch ist, weil er genauso eine ähnliche Marionette ist wie wir selber. Und damit wählen wir natürlich die garantierte Schädigung von uns selber. Und nur in der Gemeinwohlwirtschafts-, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination hätten wir dann die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung,
wo jeder Politiker nur noch ein Ziel hat, unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand zu maximal zu verbessern. Dadurch werden die Politiker von selbst aus den Professor Sir Karl Popper befolgen und werden alle zu sich einladen und liebe Innovatoren Deutschlands und der Welt, sagt uns als Landesregierung XY, wo wir uns irren, weil wir können nur dann das Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand unserer Wählerinnen bestmöglich maximieren, wenn wir nicht mehr auf Lobbyisten oder irgendetwas hören, sondern darauf gar nicht mehr hören, sondern nur noch auf die neuen Ideengeber der Welt, die uns sagen, wie wir Systeme noch mehr verbessern können, dass es unseren Wählenden immer noch besser geht, denn sonst werden wir nach 1,5, 2,5, 3,5 Jahren durch vorgezogene Neuwahlen abgestraft und abgewählt und ersetzt durch Parteien, die in der Rangliste der Bundesländer eher in Koalitionen tätig sind, die ganz oben stehen, auf Tabellenplatz 1, 2, 3 zum Beispiel. Und so ist dann in der GWÖ-GWO-Kombi Schluss damit, Politiker, die falschen Politiker zu wählen. Und ja, das war's dann wieder mit unserer heutigen Kurzvorlesung Wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi an die Aufzeichnung.